لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Wir Muslime, wir müssen an die Gerechtigkeit halten, denn die ist der Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn sie ungerecht sind, auch wenn sie Kuffar sind, auch wenn sie die Religion nicht praktizieren, sollte ich nicht das dazu bewegen, Unrecht zu tun. Keiner von uns, von Menschen, wird schaffen, dass er sein ganzes Leben nur betet. Oder wird Pause machen und aufhören und mit anderen Dingen sich beschäftigen. Keiner von uns wird schaffen, ununterbrochen in sein Leben zu fasten. Aber a.s. sagt, derjenige, der schönen Charakter hat, der wird diese Stufe erreichen. Er wird diese Stufe erreichen, wo er wird Tag und Nacht, als ob er gebetet hat und gefastet hat, ununterbrochen. Aber leider, es gibt Eltern, leider, sie halten ihre Kinder fern von Moscheen. Und der Vater kann ruhig schlafen, wenn sein Kind um 5 Uhr morgens nach Hause kommt. Aber der kann nicht ruhig schlafen, wenn sein Kind Salat al-Isha in der Moschee verbringt. Allahu Akbar. Ein Muslim, der wirklich Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, der fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala im Verborgenen. Ob Menschen dabei sind oder nicht, das spielt für ihn keine Rolle. Und was ist der Unterschied im Land? Was ist der Unterschied in Nation? Wer sagt, der eine ist besser als der andere? Wer hat dir das in den Kopf reingebracht? Er war ein einfacher Mensch. Er hat nicht im Prunk gelebt, im Braus gelebt. Er hat nicht viel gewollt. Er hat einfach gelebt. Er hat den Menschen immer zuerst gegeben. Allen Menschen, die von ihm verlangt haben, hat er gegeben. Sich selber hat er als Letztes, als Allerletztes zufriedengestellt. Wenn er es überhaupt konnte. Wenn es um Speisen ging, wenn es um Trank ging, wenn ihn einer ein kaltes Stück gebeten hat. Und er hatte nur eins, er hat es gegeben, er hat es geteilt. Das war unser Prophet. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.